Wir waren irgendwann Center. Diese Großeltern, das war schrecklich. So Karo. Von Wannsee rübergefahren. Ja. Und da war auch so ein Baum. Der war geil. Das einmal hoch. Boah. Das ist so ein geiler Ort hatte ich bisher noch nicht. Ach schön. Und wir nehmen es auf. Nee, ich weiß, was ich jetzt mache und was ich ja tatsächlich mache. Ich mache eine Testaufnahme, ob du ein Dokumentar es wert bist, einen Dokumentarfilm über dich zu machen. Wir machen jetzt erstmal einen Piloten. Gibt es einen Dokumentarfilm über mich, Florian? Was? Das haben wir aber im Vorgespräch noch nicht geklärt. Gibt es? RPG. Echt? Naja, Film ist jetzt ein bisschen hochgegriffen. Aber die haben im Jahr 2006 einen Bericht über Podcaster in Berlin gemacht. Oh. Von einem Typ, der Ich musste, der in irgendeinem Orchester spielte und mir. Das war halt ein bisschen komisch. Ich muss dich ein bisschen dann doch ein bisschen besser kennenlernen irgendwie über deine Werke. Das ist ein sehr schönes. Wow, das ist ein tolles Foto. Ja, die Schnur habe ich als kurz angesehen. Ist aber eine sehr schöne Schnur. Du kennst das Balzritual von Paradiesvögeln? Das erinnert mich, also das, nee, die haben ein sehr aufwendiges Balzritual. Aber wenn man das alles hier so, wie auch immer, ein bisschen sexuell liest, was du gerade machst, kann man ja. Ich meine, man kann ja alles. Der Betrachter darf natürlich. Und Kunst ohne Sex ist ja wirklich fad. Und da ist das aber echt. Wo hängt es denn? Ich sehe es gar nicht mehr. Ja, das meine ich. dass diese Botenlockstoffe, die du da verteilst, wirklich nur für wirklich Spezialisten. Soll ich es wagen? Ist alles im Aufnahmebereich. Wir können es auch bei so Epic Fail Competition Teile einspeisen. Gut. Du bist im Gegenlicht. Wunderbar. Ja, jetzt sehe ich es wieder. Jetzt müssen wir uns natürlich noch auf der Map. Wo ist es? Sieht man es von hier? Nee, nicht. Von hier. Hier durch. Ah. Siehst du es? Ja, ich sehe es. Schön. Ach toll. Das ist wirklich echt toll. Guck mal, und die ganzen Pollen, die um uns herum fliegen. Die sind echt nervig.